Herzlich willkommen zu Maries Wacken Beauty Palace. Hallo liebe Wacken Open Air Freunde und willkommen auf Wacken TV. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja zum Glück gerade in aller Munde und wir wollten mal besprechen, wie wir gemeinsam mit euch beim diesjährigen Wacken Open Air was für die Umwelt und für unsere Erde tun können. Als erstes müssen wir natürlich sagen, also ein Festival ist generell nicht nachhaltig. Aber gemeinsam mit euch können wir versuchen, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wir haben uns natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht und hier kommen erstmal ein paar Punkte, die wir verbessert haben. Viele Artikel werden jetzt aus Deutschland oder der Region bezogen und das betrifft zum Beispiel auch die Pfandbecher auf dem Gelände. Händlern ist es nicht gestattet, Speisen und Getränke aus nicht kompostierbarem Einwegplastik zu verkaufen. Drucksachen wurden drastisch reduziert. Im Backstage benutzen wir jetzt vermehrt echte Gläser, sofern keine Schnittgefahr besteht. Elektrofahrräder, Roller und Autos ergänzen jetzt unseren Fuhrpark und ersetzen Verbrennungsmotoren. Wir setzen verstärkt auf Mehrwegflaschen und Mehrwegbecher anstelle von Pappbechern und anderen Müllverursachern. Wir haben auf dem gesamten Festival die Mülltrennung verbessert und setzen vermehrt auf Vakuumtoiletten an mehreren Standorten, um Wasser einzusparen. Wir bewerben gestärkt die Gruppenanreise anstelle des Individualverkehrs, darunter zum Beispiel auch das World Metal Camp oder unsere Reisepartner. Apropos Gruppenanreise. Wenn ihr in Fahrgemeinschaften kommt oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, dann könnt ihr natürlich auch euren Teil dazu beitragen und wir vermeiden sogar Staus. Die Abfahrtszeiten oder mit welchen öffentlichen ihr kommen könnt, verlinken wir euch nachher in der Infobox. Der legendäre Einkauf vom Festival. Der artet ja eigentlich immer aus und man kauft viel zu viel ein und am Ende schmeißt man die Hälfte einfach wieder weg. Wir haben dieses Jahr einen eigenen Kaufland-Supermarkt auf dem Gelände. Das bedeutet für euch, ihr könnt täglich frisch einkaufen und auch nur die Sachen, die ihr gerade braucht. Und das zu regulären Kauflandpreisen. Und wenn ihr dann doch mal zu viel eingekauft habt, dann könnt ihr die Lebensmittel, die ihr nicht wieder mit nach Hause nehmen möchtet, am Foodsharing e.V. Stand abgeben und spenden. Den findet ihr dann nachher bei der Bändchenausgabe. Crazy idea! Man könnte natürlich auch einfach so wenig Müll wie möglich überhaupt mitbringen. Dazu könnt ihr eure Lebensmittel ja ins Dosen packen oder in so Stoffbeutelchen. Unseren Essenständen sagen wir, bringt kein Einwegplastik mit und dieser Appell gilt natürlich auch für euch. Wir haben ja sogar unsere eigene Müllabfuhr auf den Campingplätzen fahren. Die sammeln eure Müllsäcke ein und geben euch neue, die ihr wieder befüllen könnt. Und die Müllsäcke bekommt ihr sonst auch an den Duschcamps oder an Infopoints. Und naja, so entstehen erst gar keine Müllberge, aber nur, wenn ihr alle mitmacht. Ihr seid jedes Jahr ja so kreativ, was die Gestaltung der Camps angeht und das finden wir richtig, richtig geil. Aber bitte, nehmt euren Scheiß wieder mit nach Hause. Besonders Kühlschränke. Natürlich ist es geil, ein kaltes Bier auf dem Festival zu haben, aber Kühlschränke müssen teuer als Sondermüll entsorgt werden und dadurch steigen natürlich auch unsere Reinigungspreise. Wenn ihr aber sowas wie Zelte, Isomatten oder Schlafsäcke habt, die ihr nicht wieder mit nach Hause nehmen möchtet, dann könnt ihr die einfach an den Ständen von Engelinienstraßen abgeben, denn die geben das weiter an Bedürftige. So habt ihr erstens keinen Müll hinterlassen und habt auch noch was Gutes getan. Hier kommen jetzt erstmal noch ein paar Tipps, die ihr auf dem Festival direkt umsetzen könnt. Werft eure Kippen bitte nicht auf den Boden. So eine Kippe braucht ungefähr 15 Jahre, bis sie von der Erde verdaut wurde und das ist echt nicht geil. Nehmt lieber von zu Hause so ein Döschen mit oder bastelt euch aus Alufolie so einen richtig coolen Taschenbecher. Das Tutorial dazu, das verlinken wir euch in der Infobox. Wenn ihr auf euren Strohhalm im Kaltgetränk nicht verzichten könnt, dann bietet sich so eine schöne Macaroni, eine Nudel halt, bietet sich wunderbar an und wenn man Hunger hat, kann man sogar reinbeißen. Gut, nächstes Thema, Glitzer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, auf einem Metal Festival brauchen wir keinen Glitzer, also lasst es zu Hause, das verschmutzt nur die Umwelt. Das waren natürlich jetzt alles nur Beispiele und Kleinigkeiten, aber wenn alle mitmachen, dann bringt das am Ende was. Alleine wenn 10% der Festivalbesucher ihre Kippen nicht auf den Boden schnipsen, mal 10 Zigaretten am Tag, mal 3 Festivaltage, dann sind das schon 200.000 Zigarettenstummel, die nicht auf dem Fußboden liegen. Habt ihr noch Tipps oder Anregungen oder Vorschläge, die wir umsetzen können oder die ihr umsetzen könnt oder wir alle gemeinsam, dann schreibt mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf ein richtig geiles Wacken Open Air 2019 mit euch und see you in Wacken. Oh, das klingt so wie Doro. Das war jetzt original Doro.